Dear Mr. McCrum, sehr geehrte Damen und Herren, der Vorsitzende hat es ja gerade gesagt, der Wirecard-Skandal ist beispiellos in der deutschen Wirtschaftsgeschichte und in seiner Fülle fast unbegreifbar. Ein Start-up-Unternehmen in München oder bei München wird in kurzer Zeit zum DAX-Konzern mit einem Börsenwert von am Ende 23 Milliarden Euro und kollabiert dann vollständig in sich selbst. Lassen Sie mich deshalb erst einige Worte zum Hintergrund verlieren, bevor ich näher auf die Leistung von Mr. McCrum eingehe. Ende der 90er Jahre, gegründet war der Wirecard-Konzern 2018 an der Börse mehr wert als die Aktie der Lufthansa. Für Wirecard musste die altehrwürdige Commerzbank den DAX verlassen. Fintech schlägt Großbank, schwärmte damals die Wirtschaftspresse. Aschheim in Bayern, der Sitz der Wirecard AG, galt als die deutsche Antwort auf das Silicon Valley. Heute, etwas über ein Jahr nach der Insolvenz der Wirecard, wissen wir, ja, dass diese Erfolgsstory vor allem eine große Lügengeschichte war. Tausende Anleger wurden getäuscht, die Altersvorsorge von Millionen Bürgern wurde vernichtet. Neben den enormen kriminellen Energien des Managements und der Verfehlung der Wirtschaftsprüfer, die ja noch im Einzelnen auch gerichtlich geklärt werden müssen, ist dabei auch ein eklatantes Behördenversagen verantwortlich. Eine Mischung aus industriepolitischer Abstiegsangst, stümperhafter Aufsicht der Finanzaufsicht BaFin und auch einem Amigo-System ehemaliger und aktiver Politiker, die sich in Kontakt, ihre Kontakte vergolden ließen, hat zum kollektiven Staatsversagen in der Causa Wirecard geführt. Besonders schwer wiegt in meinen Augen der Verdacht der Selbstbereicherung seitens der Politik und der zuständigen Behörden. Die Kanzlerin setzte sich auf Zutun ihres damaligen oder ihres ehemaligen Verteidigungsministers für die Wirecard in China ein. Ein SPD-Abgeordneter im Berliner Parlament war nebenberuflich als Lobbyist für die Wirecard AG tätig. Dutzende Beschäftigte der BaFin haben private Finanzgeschäfte mit Bezug Wirecard getätigt. Ein Mitarbeiter der Wertpapieraufsicht wurde sogar wegen des Verdachts auf Insiderhandel bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zwar musste der Präsident der Finanzaufsicht BaFin sowie seine Stellvertreterin nach Bekanntwerden dieses Insiderhandels oder diesen möglichen Insiderhandels zurücktreten. Und auch der Chef der Wirtschaftsprüferaufsicht APAS und der Präsident der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung haben schlussendlich ihre Posten geräumt. Von politischer Verantwortung für dieses Versagen fehlt es aber nach wie vor. Und wir diskutieren morgen im Deutschen Bundestag den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zum Wirecard-Skandal. Insofern passt diese Veranstaltung eigentlich hervorragend auch zu dieser Woche. Der Wirecard-Untersuchungsausschuss hat gezeigt, dass Warnsignale bei den staatlichen Institutionen teils Jahre vor der Insolvenz eingingen, ohne Gehör zu finden. Die Aufdeckung des Betrugs verdanken wir daher nicht etwa unseren Behörden, sondern vor allem dem heute hier zu ehrenden Journalisten der Financial Times, Dan McCrum, welcher zusammen mit seiner Kollegin Stefania Palmer gegen alle Widerstände quasi im Alleingang Wirecard zu Fall gebracht hat. Ende 2014 hörte McCrum zum ersten Mal von möglichen Ungereimtheiten bei Wirecard. Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Wirecard sagte er, dass ihn ein Shortseller darauf aufmerksam gemacht habe, der ihm gesagt habe, möchten Sie etwas über ein paar deutsche Gangster erfahren? Nach intensivem Studium der Bilanzen veröffentlichte er ein Jahr später in der Financial Times den ersten Text zu dem Unternehmen. Er beginnt folgendermaßen. Wirecard ist ein wenig bekanntes deutsches Technologieunternehmen mit einem Aktienwert von 5 Milliarden Euro und zugleich ein Rätsel.
Es bietet Zahlungsdienstleistungen an, besitzt eine Münchner Bank und tätigt Millionen von Online-Kreditkartenzahlungen hinter den Kulissen auf bekannten Websites. Es folgte eine ganze Artikelserie, die Matt Crum House of Wirecard nennt. Es war wohl die spannendste Episode in seiner bisherigen Karriere. Das damals wenig bekannte Technologieunternehmen hat im Zuge der Recherchen längst traurige Berühmtheit erlangt. Innerhalb der Financial Times sprechen sie vom Projekt Ahab, benannt nach dem Captain, nach dem Kapitän aus dem bekannten Roman von Moby Dick, welcher völlig besessen den weißen Wal jagt. Doch nicht nur McCrum jagt die Wirecard, er wird in der Zeit auch selbst zum Gejagten. Und das ist eigentlich der eigentliche Skandal auch. Die Wirecard überwacht, bespitzelt und verfolgt ihn juristisch. Heute wissen wir, dass das Unternehmen systematisch versucht hat, seine unliebsame Berichterstattung zu unterbinden, zu verschleiern oder falsch darzustellen. Jahr für Jahr wurde von Wirecard Millionen für Lobbyisten, Privatdetektive, Medienanwälte für solche Zwecke ausgegeben. Im Internet werden sogar die Namen und Adressen von McCrums Familie veröffentlicht und Verschwörungstheorien über diese verbreitet. Seine Frau wäre eine PR-Beraterin für Wirecard-Konkurrenten, heißt es dort unter anderem. Der traurige Höhepunkt der Verleumdungskampagne leitet allerdings die BaFin ein, die deutsche Finanzaufsicht. McCrum und seine Kollegin Stefania Palmer wird vorgeworfen, sich mit Leerverkäufern abgesprochen zu haben, um von nach unten manipulierten Aktienkursen der Wirecard zu profitieren. Nicht nur die deutsche Staatsanwaltschaft, auch die Financial Times ermittelt fortan gegen ihn oder versucht es festzustellen. Gleichzeitig erlässt die BaFin ein Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien in Deutschland. Ein bis dahin einmaliger Vorgang am deutschen Finanzplatz, der lediglich auf einen Hinweisgeber von Wirecard selbst an die Münchner Staatsanwaltschaft und von dort an die BaFin beruhte. Ja, hätte es diesen Hinweisgeber nicht gegeben, dann wäre wahrscheinlich das Leerverkaufsverbot so gar nicht stattfinden können. Nur die BaFin hat das nur in die eine Seite untersucht. Sie hat diesen Hinweisgeber am Ende nicht überprüft, wie seriös ist tatsächlich dieser Hinweis. Dan McCrum wird stundenlang von Anwälten aus dem eigenen Haus befragt und muss seine gesamte Kommunikation offenlegen. Wurdest du schon verhaftet, fragten seine Kollegen ihn, wenn Dan McCrum ihnen auf den Fluren begegnete. Doch die aufgeblähten Bilanzen lassen sich nicht ewig vertuschen. Nach einer Sonderprüfung muss Wirecard am 18. Juni 2020 schließlich öffentlich eingestehen, dass ihr 1,9 Milliarden Euro fehlen. Die sogenannten Treuhandkonten waren eine Täuschung. Eine Woche später meldet das Unternehmen bereits Insolvenz an. Der ehemalige CEO der Wirecard, Markus Braun, sitzt mit anderen Vorstandsmitgliedern inzwischen in Untersuchungshaft. Der vermeintliche Mastermind hinter dem Betrug, Jan Marschalek, ist untergetaucht. Der weiße Wal ist McCrum schlussendlich doch ins Netz gegangen. Lieber Dan McCrum, mit Ihrem Engagement hinweg über viele Widerstände und immer mit einer Bedrohung im Rücken haben Sie sich nicht nur um Ihren Berufsstand, den des Journalisten, sondern auch um die Marktwirtschaft verdient gemacht. Denn eine Marktwirtschaft funktioniert nur dann, wenn diese auch auf rechtsstaatlichen Füßen ruht und Fehlleistungen, Betrügereien, Verbrechen auch entdeckt, verfolgt und geahndet werden. Letztlich basiert darauf auch das Vertrauen in Unternehmen und generell in das Unternehmertum. Der Namensgeber dieser Stiftung, die sie heute ehrt, Ludwig Erhard, hat es so formuliert: Eine Volkswirtschaft kann auf Dauer nur gedeihen, wenn sie in der Erfüllung ihres Dienstes am Menschen vor dem eigenen Volk und vor der Welt bewährt. Der materielle Erfolg ist gebunden an die Wirkungskraft im Geistigen und Sittlichen. Ohne sie bleibt alles Materielle fragwürdig und flüchtig. Es ist also ein moralischer Imperativ, den Ludwig Erhard hier einfordert, auch von
den wirtschaftlich Handelnden in diesem Land. Daher ist der Ruf nach einem starken Staat nicht die richtige Antwort. Auch nicht, dass die Privatwirtschaft in ein noch engeres Korsett gepresst werden soll. Ja, wir sind ja auch gerade dabei, gesetzgeberisch verschiedene Maßnahmen zu ergreifen. Und das zeigt das auch wieder. Der Wirecard-Betrug zeigt eindrucksvoll, dass wir eben nicht unbedingt ein Problem mit zu wenig Regeln haben und Vorschriften haben, sondern es eigentlich ein Problem der Kontrolle eben dieser Regeln ist. Also das Doing ist das Entscheidende. Der Fall Wirecard und die investigative Recherche von Dan McCrum haben die Konsequenzen dieses Staatsversagens aufgedeckt. Die Arbeit von Dan McCrum hat eindrucksvoll gezeigt, was passiert, wenn der Korporatismus von Staat und Wirtschaft zu einer Korrumpierung der staatlichen Institutionen führt. Die Finanzaufsicht erstattet Anzeige gegen den Journalisten, der kritische Artikel publiziert, geht aber gleichzeitig den Indizien gegen die Wirecard nicht umfassend nach. Der Staat und seine Institutionen stellen sich damit zunächst auf die Seite der Betrüger. Nur dank des eindrucksvollen Durchhaltevermögens von Dan McCrum war es am Ende möglich, dass dieser Betrug aufgedeckt werden konnte. Dan McCrum ist ein herausragender Vertreter eines investigativen Journalismus, der der Wahrheit auf den Grund gehen will. Ein Mensch, der sich über Widerstände hinwegsetzt, eigenverantwortlich für seine Überzeugung einsteht und dabei höchst integer agiert. Darüber hinaus zeigt er uns allen eindrucksvoll, dass der Staat nicht funktioniert, wenn wir, die Bürger, nicht wachsam bleiben. Das ist keine Aufgabe nur von Einzelnen, von Dan McCrums, sondern von uns allen. Nur so kommen wir unserer Vorstellung von einer Gesellschaft näher, welche die Freiheit der Menschen als höchstes Gut betrachtet. Dan McCrum hat mit seiner Recherche dazu einen sehr beeindruckenden Beitrag geleistet. In diesem Sinne möchte ich Ihnen im Namen der hier Anwesenden und der gesamten Ludwig-Erhard-Stiftung herzlich gratulieren. Thank you, Mr. McCrum. So, thank you very much, first of all, Mr. Scheffler, but then congratulations to you, Mr. McCrum. So, you are now visible here on our screen, so that's easy today. It is, of course, very difficult to hand over an award when the person is not actively here. So first is the document showing that the Ludwig Erhard Foundation awarded this prize to Dan McCrum in the year 2020, with all the apologizes that it is hand over in 2021, and that we hope that you would be here because it's 21, but again, the virus fought against us and was more successful than we thought. So at the moment, it is Mr. Scheffler who is holding the prize on your behalf, I would say, for the pictures we can make to make sure that it is good in visible also for you in London. And we definitely assure you that that prize will be sent as fast as possible. And goods are transferable, human beings a bit difficult at the moment, but goods are transferable at the moment, and so you will not have to wait very long for that. We assure that the prize will be yours, and thank you very much that you accept this procedure in that virtual way as we do. We are very happy that you was able to make it and to join us here, and so the prize is yours, the floor is yours. We are happy to listen to you and your remarks. Please.